Grüß Gott und herzlich willkommen bei TV Mürz. Heute sind wir in Langenwang, genauer gesagt in der Mühlgasse 6, wo seit 35 Jahren die Firma Kfz Elektrik Sommer ansässig ist. Der Kfz-Technikmeister Gerhard Sommer ist Spezialist für Starter, Lichtmaschinen, Batterien und sonstiger Elektrik bei Pkw, Lkw, Baumaschinen und Traktoren. Klimaanlagen, Service und Reparatur stehen ebenfalls im Angebot. Wenn das Auto mal nicht so rund läuft, mit einer computergestützten Fehlersuche kann man dem Unwohlsein ein schnelles Ende setzen. Kfz Elektrik Sommer ist bekannt für sein umfangreiches Ersatzteillager. Telefonieren am Steuer ist verboten. Mit der optimalen Bluetooth-Freisprechanlage können auch während der Fahrt dringende Gespräche geführt werden. Gerhard Sommer berät Sie nicht nur beim Kauf der richtigen Freisprecheinrichtung, er führt den Einbau auch selbst durch. Die optimale Bereifung für das Fahrzeug ist für jeden Autofahrer wichtig. Reifenhandel sowie Montage werden von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr sowie von Montag bis Donnerstag von 12.45 Uhr bis 16.45 Uhr angeboten. Die Nacht der Mode ging kürzlich im Stadtsaal von Mürz-Zuschlag über die Bühne. Vier Schülerinnen der Handelsakademie veranstalteten in Zusammenarbeit mit regionalen Geschäften und der Modelagentur Ragazza eine große Modenschau. Ein Highlight war die Wahl des perfekten Brautkleides. Der Erlös des Matura-Projektes kommt einem sozialen Zweck zugute. La Notte della Moda. So lautete der Titel der großen Modeschau, die von vier Schülerinnen der Handelsakademie Mürz-Zuschlag im Rahmen eines Matura-Projektes veranstaltet wurde. Es gibt nichts Schöneres, als wenn junge Menschen sich auf den Laufsteg begeben und auch hier in Form einer Modenschau zeigen, wie weit kann man so etwas auch betriebswirtschaftlich vermarkten. Wie lässt sich so etwas gestalten? Die Schüler sollen ja auch sehen, dass es nicht einfach ist, Werbung zu machen. Wie bekommt man Publikum? Kommen genug Gäste? Auch das wird wirtschaftlich abgedeckt. Sehr mutig zeigten sich die Schülerinnen bei der Wahl des Themas für ihr Matura-Projekt. Sie hatten sich für Mode entschieden. Wie kam es zur Idee für dieses Matura-Projekt? Also weil man sich ja lange beschäftigt mit dem ganzen Projekt, wollten wir irgendwas machen, das was unser Hobby ist und mit dem wir uns gern beschäftigen. Und da ist uns die Mode als erstes eingefallen und darum ist nahegelegen, dass wir Modenschau machen. Und weil das in Mürz-Zuschlag ja eigentlich nur einmal im Jahr ist, wenn überhaupt, haben wir uns gedacht, das ist eine gute Idee, wenn wir das im Stadtsaal veranstalten. Wie war nun die Umsetzung? Welche Schritte waren besonders wichtig? Also die wichtigsten Schritte war es abklären, wegen der Zusammenarbeit mit den Geschäften, ob Interesse besteht. Und dann waren weitere Schritte, den Veranstaltungsort suchen und Models suchen, Modelcasting, die Agentur. Die Zusammenarbeit mit den Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft und den Gemeinden funktionierte gut. Mitgewirkt haben die Firmen Modehaus Fuchs, Staccato, Tali Weil, Street One, Cecil, Foxy, Wutscher Optik, Juwelier Jörg, Schuhhaus Stolz, Sportstolz und Brautmode Bettina. Die Lehrer dieser kaufmännischen Schule in Mürz-Zuschlag fördern auch das kreative Potenzial der jungen Damen und Herren.
Ich hatte die Aufgabe, die Schülerinnen immer wieder auf ihrem Weg bei diesem Projekt zu begleiten, sie immer wieder auch zu motivieren und zu unterstützen, wenn es irgendwann einmal nicht so gut gelaufen ist. Ja, es ist für die Schülerinnen und Schüler natürlich ein wesentlich interessanterer Unterricht. Natürlich, sie können ihre eigenen Ideen einbringen, sie können wirklich etwas umsetzen, was tatsächlich dann auch passiert, ganz im Gegensatz zum theoretischen Unterricht, den wir sonst in der Schule immer wieder haben. Wir messen auch gerne Ihre aktuelle Dioptrinstärke mit neuesten Methoden und modernsten. Gezeigt wurde an diesem Abend hochaktuelle Herbst- und Wintermode von Top-Marken für Damen, Herren und Kinder, die neuesten Designerbrillen, funktionelle Sportmode, weiters fantasievolle Schuhmodelle, faszinierende Uhren- und Schmuckkreationen sowie eine große Auswahl an Braut- und Abendmode. Reiteroptik. Die Frau kann wieder aus dem Vollen schöpfen. Perfekt dazu gibt es natürlich auch die passende Handtasche vieler namhafter Firmen aus Bella Italia. Schuhhaus Stolz, Mürzzuschlag. So Schuh, so schön. Der Reinerlös dieser Modenschau kommt einem karitativen Zweck zugute. Die zukünftigen Maturantinnen bewiesen also auch soziales Engagement und sie sind dabei neben den Profis der Modelagentur Ragazza sogar selbst als Models aufgetreten. Ihr habt euch selbst aktiv beteiligt. Wie ist denn so das Gefühl als Model auf der Bühne? Ja, zuerst war es nicht geplant, dass wir mitmodeln. Aber im Laufe des Projektes hat es sich dann so ergeben und trotz all den hektischen Bewegungen hinter der Bühne hat es uns sehr viel Spaß gemacht und ja. War euer Projekt auch ein wirtschaftlicher Erfolg? Ja, also dank allen mitwirkenden Firmen, allen Sponsoren und allen verkauften Eintrittskarten war es ein wirtschaftlicher Erfolg. Und der Reinerlös, der kommt einem Waisenkind zugute, dem ein großer Herzenswunsch erfüllt wird. Im Vorfeld hatte die Projektgruppe einen Zeichenwettbewerb für das perfekte Brautkleid ausgeschrieben. Von den 5 besten Entwürfen wurde jener von Lisa Bendinger ausgewählt und als Höhepunkt dieser Nacht der Mode präsentierte die Siegerin das Werkstück. Du wirst strahlen in einem Traum in blau-gelb. Herzliche Gratulation zu diesem Gewinn. La Notte della Moda im Stadtsaal Mürzzuschlag. Für die verantwortlichen Schülerinnen eine gelungene Darbietung ihrer Fähigkeiten. Für die Besucher ein beeindruckendes Erlebnis. Zum bereits 11. Mal fand die lange Nacht der Museen statt. In ganz Österreich öffneten rund 680 Kulturtempel ihre Tore. Mit nur einem einzigen Ticket bestand für Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit, Kunst und Kultur auf einzigartige Weise zu ergründen. Auch in Mürzzuschlag war die lange Nacht der Museen ein Publikumsmagnet. Schon zum 7. Mal konnte man viele Besucher zu einer nächtlichen Kulturentdeckungsreise gewinnen.
Ich denke, die Museen, die kennt man im Mützzuschlag, die sind schon die Inhalte bekannt geworden, aber locken natürlich auch immer wieder Leute an, es ist noch einmal anzuschauen. Und das Zusatzangebot, das es nur an diesem Abend oder in dieser Nacht zu sehen gibt, das ist natürlich dann sozusagen ein bisschen unser i-Tüpfelchen drauf, dass die Leute wieder zu uns kommen. Wir sind hier im Kunsthaus. Was gibt es hier zu sehen oder zu hören? Wir haben um 19 und um 21 Uhr eine Lesung gehabt mit Walter Brettenhofer, der Texte der Künstlerinnen von Nahtlos Kunst Kindberg, der Lebenshilfe, gelesen hat. Ich wünsche mir Wurstsemmeln. Stars aus der Snowboard-Szene standen Rede und Antwort im Wintersportmuseum. Der langjährige ORF-Sportreporter Harald Müllner moderierte nicht nur diese Plauderstunde, er führte auch die Interviews mit der Weltmeisterin 2009 und dem Mürzzuschlager Spitzensnowboarder aus dem Blue Tomato Team. Marion Greiner setzt in wenigen Tagen, so hoffen wir doch, wieder auf Jagd nach Medaillen an. Eine Wintersportsaison steht vor der Tür, wo es gilt, Medaillen zu verteidigen. Marion Greiner, wie fühlst du dich denn? Wie bist du beisammen? Wie war die Vorbereitung? Nächste Woche, also am 10. Oktober, geht es ja schon mit dem Weltcup los. Genau, ja. Vorbereitung ist gut gelaufen, im Sommer gut trainieren können, in Graz unten im Fitnessstudio, Radlfahren und alles. Wir waren schon am Gletscher, haben schon die ersten neigen Bretteln wieder getestet und werden jetzt einmal am nächsten Sonntag mit dem Slalom starten in Landgraf. Danach geht noch das Training weiter, es werden noch Bindungsplatten getestet und im Dezember geht es dann richtig los. Aber passt gut, bin gut drauf und freue mich auf die Saison. Snowboarder gelten ja als Individualisten, die sich eigentlich eher ungern in strenge Regeln pressen lassen. Wie hältst du das? War das auch für dich sozusagen der Anlass, auf diese Freeride-Tour zu gehen? Ja, das ist natürlich schon ein Punkt, der was nicht so unwahr ist, weil Freestyle-Snowboarden ist eigentlich ein Lifestyle-Sport und den sollte man mehr oder weniger auch so leben. War halt für uns immer so. Darum war es ja dann für uns gut, dass sie einerseits die FIS ein Ding gemacht haben und die DTA-Tour eben für uns dann mehr oder weniger gemacht worden ist. Und da sind einfach gewisse Regeln einfach nicht so streng. Deine Erfolge bisher waren? Ich bin zum Beispiel voriges Jahr österreichischer Vizemeister geworden und habe bei nationale und internationale DTA-Contests, Podestplätze errungen. Ja, und filme jetzt schon seit 2 Jahren für eine Filmproduktion und konzentriere mich auch viel mit Magazinen zusammenzuarbeiten und dass ich auch so bekannter werde. Auch die Stadtpfarrkirche öffnete ihre Pforten für die lange Nacht der Museen. Unter dem Motto Aug in Aug mit der Königin konnte die neue Orgel besichtigt werden. Erst am 10.10. um 10.10 Uhr wird sie zum ersten Mal erklingen. Eine Führung der besonderen Art gab es im Südbahnmuseum. Jean-Claude Friesenbichler-Filzmoser berichtete über alles, was sie schon immer ganz und gar nicht über Eisen und Bahn und beides zusammen wissen wollten und aber trotzdem erfahren werden würden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Jean-Claude Friesenbichler-Filzmoser. Arbeite für Dachbau und TV und helfe heute im Südbahnmuseum ein bisschen aus, mache eine Führung durch die interessante Welt der Südbahn und darf Sie herzlich begrüßen. Da haben wir schon ein wunderschönes Exponat zu Beginn, ein schönes weißes Pferd als Reminiszenz an den Fleischermeister Dr. Trummer, der den weißen Leberkäse erfunden hat. Das ist so passiert damals seinerzeit, dass ein Waggon voller Lipizzaner, der eigentlich für die Hofreitschule gedacht war, in Mürzzuschlag stehen geblieben ist und dann haben sie ihn gleich übernommen. Ich sage, ein schwarzer Tag für die Hofreitschule, ein schöner Tag für die Gastronomie in Mürzzuschlag. Ihr Jean-Claude Friesenbichler-Filzmoser. Filmvorführungen und Konzerte am laufenden Band standen am Programm im Brahms-Museum. Schumanns Fantasiestücke Opus 73 für Cello und Klavier mit Ronald Fuchs am Cello war ebenso gut besucht wie alle anderen Musikdarbietungen.
Die lange Nacht der Museen. Ein Erfolgsgarant nicht nur für Nachtschwärmer. Nach dem Abgang von Pfarrerin Ulrike Drösler vor fast genau einem Jahr musste die evangelische Pfarre in der Zwischenzeit von Kindberg oder Kapfenberg aus betreut werden. Am 3. Oktober war es soweit. Die neue Pfarrerin Waltraud Mitterecker wurde vom Superintendent in ihr Amt eingeführt. Am Mürzer Ölberg steht sie, die Peter-Rosecker Heilandskirche, ein Gotteshaus mit berühmter Geschichte. Weniger berühmt war das vergangene Jahr. Aufgrund der seelsorglichen Notsituation ist hier einiges brachgelegen. Umso größer die Freude, nun endlich wieder eine neue Pfarrerin zu haben. Ja, weil es einfach für eine Gemeinde wichtig ist, einen Pfarrer zu haben oder etwas, woran sich sozusagen kristallisieren kann, das Gemeindeleben. Es passt jetzt, dass wieder wer neuer kommt und wir wieder eine Pfarrerin haben. Wir hoffen, dass es jetzt bergauf geht. Es ist wichtig, dass in der Stadt wirklich fürs Evangelium eingetreten wird. Bis auf den letzten Platz war die Heilandskirche gefüllt. Vertreter aus Politik, Kollegen aus der römisch-katholischen Kirche und natürlich viele Mitglieder der evangelischen Glaubensgemeinschaft hießen Waltraud Mitterecker herzlich willkommen. Ein besonderer, fröhlich-festlicher Tag im Leben der Religionspädagogin, Logotherapeutin und Lebensberaterin. Es sind viele Gäste gekommen aus allen angrenzenden Bundesländern und darüber hinaus. Es sind viele Kollegen aus dem Burgenland, aus Wien, aus der ganzen Steiermark und aus dem Ennstal und aus dem Aserland, wo ich jetzt 2 Jahre als Pfarrerin im Einsatz war, ist ein ganzer Bus gekommen. Also es sind viele Gäste und ich freue mich schon auf das ganze Programm, was wir jetzt mit Mühe vorbereitet haben, dass wir das heute genießen dürfen. Und ich hoffe, es wird für die evangelische Pfarrgemeinde in Mürz-Zuschlatt wirklich ein bisschen ein Aufwind, den wir dann mitnehmen können in die künftige Gemeindearbeit. Das heißt, eine Fangemeinde ist ja quasi schon angereist aus ihrem Vorleben, wenn man so sagen kann. Die Fangemeinde hier müssen Sie noch aufbauen. Was wird das, wie werden Sie daran gehen? Ja, ich denke, das Wichtigste ist einfach der persönliche Kontakt zu den Menschen. Die Menschen kennenlernen, das ist, glaube ich, das A und O. Und diese Erfahrung habe ich immer gemacht, wenn die Menschen in der Kirche zu den Menschen kommen oder die Vertreter der Kirche zu den Menschen kommen, kommen die Menschen auch wieder in die Kirche. Also über einen persönlichen Kontakt möchte ich die Menschen gerne gewinnen. Als Superintendent haben Sie viele Aufgaben. Ist es eine besondere, eine neue Pfarrerin in Ihr Amt einzuführen? Ja, vor allem eine der schönsten Aufgaben ist es, eine neue Pfarrerin oder einen neuen Pfarrer ins Amt einzuführen. Und das mache ich jedes Mal sehr, sehr gerne und bin heute auch sehr gerne im Mürz-Zuschlag. Gibt es einen Unterschied zwischen einer Frau Pfarrer und einem Herrn Pfarrer? Zum Glück nicht mehr. Es war vor einigen Jahren noch eine Sensation. Mittlerweile haben sich die Menschen daran gewöhnt und viele freuen sich wirklich darüber, dass wir eine Kirche sind, in der Frauen und Männer gleichrangig und gleichberechtigt sind und es ist gar kein Aufreger mehr. Gestärkt mit Segenswünschen von Kollegen, ihrem Ehemann sowie der Tochter geht die gebürtige Kärntnerin in ihr neues Amt. Der Höhere ist das alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinn in Christus Jesus. Halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Der Herr, unser Gott, er segne dich und deinen Dienst und er segne die Menschen in der Gemeinde hier in Mürz-Zuschlag. Amen. Als dynamisch, zielstrebig und vielleicht nicht immer bequem wurde sie vom Superintendent beschrieben. Als Mensch mit dem Herz am rechten Fleck konnte sie die Menschen in ihrer ehemaligen Pfarrgemeinde im Ennstal überzeugen. Eine ganz liebe Frau, ganz nette. Mit Elan und ihrer Herzlichkeit wird Pfarrerin Mitterecker ganz bestimmt neuen Schwung in die Kirchengemeinschaft mit Zuschlag bringen. Ja, mit Gottes Hilfe. So, das war's wieder einmal. Voll motiviert verabschiede ich mich von Ihnen, denn wir haben unsere Batterien neu aufgeladen. Auch die fürs Auto. Wer aber eine neue braucht, der ist bei Kfz Elektrik Sommer richtig. Hier gibt's für alle Fahrzeuge Batterien ab 49,90.